über die Dächer. Und da ist die Beerdigung. Ich würde sagen, wir klettern hier aufs Dach. Können wir von hier oben aus zuschauen? Nein. Alles klar, ich bin ruhig. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid ad-Din zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wieder... Robert, wenn der das hier vorne rechts ist, der steht da wie eine Schwuchtel. Und der hat Brüste? What? Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Alter Schwede, ups, Spoiler. Naja, war eher eine Feststellung. Eigentlich, ne? Amen. Ja. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht. Okay. Aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn. Bringt ihn nach vorne, auf das Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Okay, kommt her. Oh. Scheiße, das war ein blöder Start. Tür Nummer 1. Alter, die Bogenschützen gehen mir ja mal auf den Sack. Schieb ab! Alter, diese Bogenschützen, ne? Alter, die Bogenschützen, die sind jetzt als allererstes gleich erstmal dran. Wie sie versucht, männlich zu sprechen. Alter, diese Bogenschützen, ne? Mal werden wir ja sehen. Alter, jetzt sterbe ich hier wegen den beschissenen Bogenschützen. Ihr stinkt alle. So, erstmal den Bogenschützen ausschalten. Der geht mir ja sowas von auf den Sack. Ja, scheiße sowas, ne? Alter, das darf nicht wahr sein! Nein! Fuck! 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 So ein Scheiß, ey! Alter, von diesen verhurten Bogenschützen abgeknallt worden. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Die sind jetzt als erstes dran. Und tschüss. Na, ah, scheiße. Alter, verpisst euch alle! Hört auf, mich zu nerven! Alter, das darf doch wohl alles nicht wahr sein hier, ne? Alter, verpisst euch! Der da oben, der muss dran glauben, ey. Ohne die Bogenschützen hätte ich das eben schon geschafft.
Alter, ich glaube, du willst mich verarschen, du kleiner Hurenbock. Verpiss dich. Scheiße. Alter! Penisgesichter! Alter, und dann kontern mich hier. So. Stirb. Alter! Das darf nicht wahr sein, das darf... Scheiße. So, Bogenschützen wieder gleich zuerst. Und dann netzel ich die einfach ab. Scheiß auf den anderen Bogenschützen, Alter. Die sind gleich... Alter, jetzt lauf! Alter, verrecke, du Hurensohn. Meine Fresse nochmal. Ich bin gerade schon wieder so stinkig wegen denen, ne? Na los, kommt hoch. Schön wieder ab nach unten. Alter, das da. Ja, stirb! Alter, wie diese Templer immer, die ganz starken immer gleich so eine Combo einem reindrücken, ne? Sie genauso, ey. Haha! Friendly Fire! Scheiße, zu spät. Verdammt! Ich muss das... Ja, kann ich auch. Super, so wird das nicht. Ah, scheiße. Scheiße! Nein! Oh, Alter, wieder wegen diesem Bogenschützen, ne? Das ist so scheiße. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazenen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Ja, das werden wir sehen. Ich würde sagen, es geht... Oh. Jetzt erstmal zurück zum... zum Büro. Ins Büro der Assassinen. Tja, und da scheint wohl ziemlich viel Scheiße auf uns zuzukommen. Oder auf die Assassinen allgemein.
entkommen! Stirb, Ungläubiger! Ach ja. Auf der Flucht noch eine Fahne mitnehmen. Ach, du verfolgst mich hier die ganze Zeit, hä? Nächster. Alter, ganz ehrlich, nach dem Kampf eben kann mir niemand mehr irgendwie hier. Oh. Okay. Bam, in your face! Verrecke! Du wirst nicht gewinnen. Ach ja, immer wieder witzig. Die Kämpfe so zwischendrin. Gegen Schwächlinge inzwischen. So, haben doch keine Schnitte gegen mich. Also keine Chance. Ich muss mir endlich einige Sachen abgewöhnen. Zu sagen. So, aber den Kampf haben wir. Hopp. Scheiße. Nein, da komme ich nicht ganz hoch. Er lässt mich leben. Ach, das ist ja nett von dir. Oh Mann, ey. Oh, jetzt werfen sie mit Stein die Pussys. So, verstecken. Wie konnte er mir bloß entwischen? Dass sie da drin nicht nachgucken, wundert mich ja schon irgendwie ein bisschen. Aber gut. Tötet ihn! Ich töte dich. Pussy. Jo, genau. Oh, das sah schmerzhaft aus. Alter, wenn ich jetzt nochmal... Alter, wenn ich jetzt noch entdeckt werde, ne? So, wir haben's. Alles klar. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir hatten keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder. Die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns. Etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht.